Schön, dass ihr wieder dabei seid. Yoga für Anfänger. Ich bin die Petra und wir haben auch wieder den Jordi hinter der Kamera mit dabei. Und dann sucht euch doch gleich schon mal eine aufrechte Sitzposition. Ich bleibe heute im Fersensitz. Du weißt, du kannst den leichten Sitz nehmen oder wenn das für deine Knie nicht geeignet ist, komm einfach rein in den Langsitz. Schau, dass du entspannt bist mit den Muskeln, die du nicht brauchst. Hab aber einen aufrechten Rücken, kreis einfach auch mal die Schultern nach unten und lass einfach erstmal los. Die Hände liegen ganz entspannt auf deinen Oberschenkeln und dann komm erstmal an, schließ die Augen, spür da nochmal rein, was heute vielleicht alles schon war und schieb's einfach weg, weil jetzt ist deine Zeit für dich ein bisschen Yoga zu machen. Und dann beobachte deinen Atem, ohne dass du irgendwas tust, einfach nur natürlich atmen und schauen, wie dein Atem so fließt. Steuern wir wieder ganz bewusst in den Bauch, also wir starten mit der Bauchatmung, du atmest über die Nase in den Bauch, du spürst wirklich, wie die Bauchdecke sich hebt und dann auch wieder senkt. Versuch den Fluss über die Nase zu halten und dann eben auch noch deine Ausatmung länger werden zu lassen als deine Einatmung, wirklich so einen richtig schönen, weichen Atem tief in den Bauch. Bauchatmung ziehen wir hoch in die Brustatmung, das heißt, über die Nase atmest du nur noch in den Brustkorb, du spürst, wie die Rippenbögen sich weiten, aufmachen und dann wieder diese lange Ausatmung in deinem Atemrhythmus. Mit der nächsten Einatmung gehen wir über in die vollständige Yogi-Atmung. Das heißt, dein komplettes Atemvolumen wird ausgeschöpft. Du atmest über die Nase zuerst den Bauch voll, dann den Brustkorb voll und dann schau mal, dass du auch den Atem noch bis in die Lungenspitzen bekommst und dann wieder die lange Ausatmung.
ausgeatmet hast, lass den Atem wieder ganz entspannt natürlich fließen. Spüre mal rein, wie viel konntest du schon loslassen oder waren die Gedanken im Alltag immer noch zu sehr da? Dann versuchen wir jetzt über unsere gemeinsame Praxis noch ein bisschen mehr Ruhe da reinzubringen. Löse deine Hände und dreh die Daumen schon mal nach hinten auf. Du spürst die Schulterblätter, wie sie sich annähern, und dann ganz bewusst mit deiner nächsten Einatmung ziehst du die Hände über den Kopf und du schließt deine Hände und zieh mal ganz bewusst rein ins Namaste. Das bedeutet, dass du kurz bei deiner Stirn, also bei deinen Gedanken anhältst, bei deinem Mund, bei deinen Worten, die du so sprichst, und bei deinem Herzen. Da verwurzelst du dann die Daumen mit deinem Brustbein und gibst deiner Yoga-Praxis nochmal eine Ausrichtung. Warum machst du eigentlich Yoga? Warum bist du jetzt auf der Matte? Und versuch dich ruhig während der Praxis immer mal wieder daran zu erinnern. Und entweder machst du die Augen auf oder du lässt die Augen noch geschlossen und schiebst einfach nur die Arme lang nach vorne raus. Die Daumen zeigen nach oben und wir bereiten wieder unsere Schultern vor. Die letzten Male schon mit dabei waren, die kennen das schon. Ich baue ein bisschen auf die ganzen einzelnen Sessions immer ein bisschen auf und packe jedes Mal ein bisschen mehr dazu, sodass sich unser Körper da ein bisschen dran gewöhnen kann und einfach immer mehr Routine bekommt. Du weißt, die Ellbogen gehen nicht ins Kreisen über, sondern wirklich nur die Schultern. Und dann halte mal vorne an und drehe in die andere Richtung. Halte vorne an und die Handgelenke schön langsam. Die Haut hier oben, die darf ruhig so ein bisschen spannen. Und dann dreh langsam in die andere Richtung. Und dann halte an, dreh die Daumen wieder nach außen auf und jetzt spürst du schon, wie da mehr Weite in deinem Brustkorb entsteht. Zieh die Daumen zurück, atme nochmal ganz bewusst ein, die Arme nach oben und dann kommen die Hände über die Seite nach unten und jetzt lass die Fingerspitzen nach oben und leg die Hände an deine Lendenwirbelsäule. Du stützt somit die Lendenwirbelsäule, dass sie lang bleibt. Und jetzt schieb dein Brustbein nach oben hoch Richtung Decke. Einfach mal nur hier die Schultern zurückziehen, wirklich schon so eine leichte Rückbeuge spüren. Und dann, wenn du so von den Halswirbeln her komplett tipptopp in Ordnung bist, lass den Kopf einfach auch gerne nochmal nach hinten sinken. Aber der Kopf ist nicht so ausschlaggebend. Wichtig ist, dass die Schultern nach hinten gehen und dein Brustbein richtig schön nach oben zieht. Mit der nächsten Einatmung und wenn dein Kopf hinten ist, ziehst du als erstes mal den Kopf rein. Löst dann die Hände, ziehst die Arme nochmal nach oben hoch und löst deinen Sitz auf, rein in den Vierfuß. Du weißt, die Hände sind schön gespreizt und flach, also keine Luftlöcher da unten bauen. Zeigefinger, Mittelfinger nach vorne, Schultern über den Handgelenken, Hüften über die Knie. Und ich sage immer, wenn du die Zehen aufstellen magst, okay, wenn du sie flach ablegen willst, auch vollkommen okay. Jetzt kommt dieses Loslassen zwischen den Schulterblättern. Erstmal hier so ein-, zweimal dieses bewusste Loslassen von der Brustwirbelsäule. Und dann beim nächsten Mal lässt du los und schiebst dein Brustbein nach vorne raus. Und jetzt schau, dass du mir nicht so reinsinkst. Für mich ist Katze-Kuh immer wirklich nur eine Bewegung,
aus der Brustwirbelsäule, also die Kuh. Und dann zieh dich richtig rund in den Katzenbuckel, mach den Rücken rund, 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 rund und schau, dass dir jetzt nicht die Schultern hinter die Handgelenke rutschen, sondern bleib hier richtig schön drüber, lass den Kopf locker hängen. Und dann kommt die Bewegung vielleicht schon in deinem Atemfluss. Einatmen, Kuh. Wenn du vollständig eingeatmet hast, atmest du aus und ziehst dich hoch in die Katze. Und ich kann dich immer wieder nur einladen. Mach die Augen zu. Nimm dich selber wahr. Die Bewegung, dein Atem, diese Verbindung. Dann nach deinem nächsten Katzenbuckel kommst du wieder rein in den Vierfuß, das heißt, der Rücken ist dann gerade. Du stellst dann auf jeden Fall mal die Zehen schon mal auf, schiebst den Po langsam Richtung Fersen und jetzt brauchst du richtig schönen Grip unter den Händen, sodass du dich nach oben hochschieben kannst. Lass die Knie noch gebeugt. Oberkörper liegt auf den Oberschenkeln. Rücken ist lang, Kopf hängt und dann kommt die rechte Ferse tief. Fußaußenkante parallel zur Matte. Genieß den Zug in deiner Beinrückseite. Und dann wechsel auf links. Geh für dich vielleicht noch ein bisschen rechts, links, wie du magst. Vielleicht magst du auch mal die Knie so ein bisschen eindrehen. Alles, was sich hier für dich gut anfühlt, aber schau, dass du nicht nach vorne wegrutschst, sondern dass der Schub über die Arme gut bleibt. Und dann vielleicht ist auch schon eine Tendenz da, dass die Fersen nach hinten tief gehen können. Aber nur, wenn nicht dann das entsteht, so ein runder Rücken und die Fersen sind tief, du hängst so halbscharig zwischen Brett und Hund. Dann beug lieber an, schieb lang und lass die Fersen weg. Und dann komm nochmal raus in den Vierfuß. Einatmen, Kuh. Ausatmen, Katze. Einatmen, gerader Rücken. Und schieb dich nach oben hoch in den Hund. Heb dein rechtes Bein. Dreibeiniger Hund oder im Kinderyoga sagen wir dazu den pieselnden Hund. Halte dich hier. Versuch, dass dein Schultergürtel sich nicht verdreht. Atmen. Dann setz dein rechtes Bein wieder ab. Richte dich aus. Du hast das Gewicht wieder schön unter allen vier Punkten. Und dann löst du dein linkes Bein. Halte dich. Atme. Und dann setz das Bein wieder ab, ausrichten auf die vier Punkte und dann komm rein, vier Fuß, mach die Knie gerne ein bisschen weiter auf, Fußrist, langes Kind, der Kopf, die Stirn legt sich ab, schau, dass die Fersen und der Po sich berühren. Und dann lauf mit deinen Händen nach rechts, linke Pobacke, zieht nach unten, linker Arm, will weiter weg von dir. Und dann spürst du den Zug richtig schön in deiner linken Seite. Wenn du da nichts spürst, dann muss entweder die Hand oder der Po
Noch ein bisschen mehr ran. Dann komm langsam zurück in die Mitte und dann weiter nach rechts. Rechte Pobacke tief, rechte Hand will lang. Und dann komm langsam wieder zurück ins lange Kind. Roll die Arme rum, Kleinkind. Und dann kommen wir in den kleinen Sonnengruß. Das heißt, du rollst dich Wirbel für Wirbel auf. Du drehst die Daumen aus. Einatmen. Komm rein ins Namaste. Zieh dich nach oben hoch in den Kniestand. Raus in den Vierfuß. Einatmen, Kuh. Ausatmen, Katze. Einatmen, gerader Rücken. Und ausatmen, herabschauender Hund. Halte kurz. Komm nach unten in den Vierfuß. Weiter ins lange Kind. Kleinkind. Aufrollen. Und wenn dieses tiefe Sitzen nichts ist für deine Knie, geh halt einfach gleich hoch in den Kniestand. Da kommen wir jetzt auch hin. Einatmen, Kniestand. Vierfuß. Kuh. Katze. Gerader Rücken. Und der Hund. Vierfuß. Langes Kind, Kleinkind, roll dich auf, Namaste, Kniestand, Vierfuß, Kuh. Katze, gerader Rücken und der herabschauende Hund. Jetzt lauf mit deinen Händen ein bisschen länger nach vorne und schieb dich mal drüber in die schiefe Ebene. Jetzt sollten deine Schultern über die Handgelenke sein. Schieb dich wieder zurück in den Hund. Und jetzt hast du deine individuelle Länge vom Hund. Wenn wir aus dem Vierfuß kommen, ist er immer ein bisschen kürzer. Spür schön den Grip und denk dran, Knie gebeugt, Rücken lang ist besser als Fersen tief und so ein Schluck Wasser in der Kurve sein. Und dann schieb dich nochmal vor in die schiefe Ebene. Setz die Knie ab, Fußriss, Ellbogen eng. Schau, dass du keine Flügel machst. Lass den Po oben und sink nur mit dem Brustbein tief und dann schlängelst du dich da durch. Kreis die Schultern nach hinten. Dein Fußriss drückt in die Matte, die Knie schweben, Cobra. Halte dich hier mal. Du spürst, dass deine Lendenwirbel lang sind. Aber du ziehst dein Brustbein so weit nach oben, wie du kannst. Aber ohne Druck auf den Händen. Wir machen die kleine Cobra.
Und dann löse mal deine Hände, zieh sie nach vorne raus und zieh zurück. Vor, zurück. Und dann halte an, setz die Hände ein Stück vor dir auf, sodass deine Ellbogengelenke unter den Schultern sind. Die Hände ziehen ran, so ein bisschen wie Spider-Man, sage ich immer so. Du merkst, die Lendenwirbel sind lang und du hast noch mehr Rückbeuge. Die Asana ist die Sphinx. Richtig schön aufmachen. Wenn du die Sphinx in Ägypten liegen kennst, ganz offen, ganz erhaben, aber einen langen Rücken mit den Lendenwirbeln. Und dann zieh die Hände unter die Schultern, Cobra. Stell die Zehen auf, schieb mal deinen Po nach oben und gib erstmal Druck über die Arme. Po nach hinten und dann hoch in den Hund. Löse dein rechtes Bein und stell es nach vorne zwischen die Hände. Und wenn es da jetzt nicht hin will, rutsch es vor, sodass Knie und Knöchel eine Linie geben. Deine linke Hüfte, du merkst richtig schön, wie du hier loslässt, dass die nach unten sinkt. Fingerspitzen sind auch okay, wenn dadurch dein Rücken gerader ist. Lang lassen. Und dann hol dein linkes Bein nach vorne in die Vorbeuge. Der Oberkörper noch an den Oberschenkeln, dein Kopf hängt locker. Und dann schau mal, dass du deine Hände ganz flach ablegen kannst. Inklusive Ballen. Und wer nichts spürt in der Beinrückseite, zieht die Hände ein Stück zurück und genießt die Vorbeuge. Und dann zieh dich mal raus in den Tisch. Das heißt, der Rücken wird gerade, Hals auch. Der Oberkörper ist jetzt weg von den Oberschenkeln. Und wenn du dich jetzt wieder nach unten klappst, Oberkörper berührt die Oberschenkel. Und wenn du dazu die Knie anbeugen musst, tu's und leg die Hände flach. Kopf hängt. Zieh dich nochmal hoch in den Tisch. Jetzt kriegst du wirklich gestreckte Beine, aber nicht die Knie überstrecken. Mach den Rücken lang. Sitzbeinhöcker können da auch noch ein Stückchen nach hinten. Und dann kommt wieder dieses Klappen des Oberkörpers, dass er die Oberschenkel berührt. Hände flach, Kopf locker, Vorbeuge. Dann setz dein rechtes Bein in einem großen Schritt nach hinten. Knieknöchel. Rücken lang, Hände, Fingerspitzen oder vielleicht so ein Halbding, ein bisschen was unten, ein bisschen was oben, so wie es für dich gut passt. Und dann holst du dein linkes Bein nach hinten, schiefe Ebene. Schlängel dich rein in die Kobra, du weißt. Po soll oben bleiben, nur das Brustbein, keine Flügel mit den Armen machen. Kobra, Knie schweben. Und dann Zehen aufstellen, Po schieben, drück dich raus. Nach hinten und oben. Löse dein linkes Bein und stell es nach vorne zwischen die Hände. Kurze Kontrolle.
Nimm rechts mit dazu. Vorbeuge. Schmetterlingsarme, Daumen verhaken. Arme lang ziehen, die Ohren zwischen den Oberarmen. Und du ziehst dich nach oben hoch. Zum Stehen. Ausatmen. Namaste. Einatmen über die Seite. Ausatmen über die Seite und gleich wie am Anfang Fingerspitzen nach oben, Lendenwirbel lang machen und zieh dein Brustbein. Kopf kann mit, muss nicht. Atmen. Und als erstes der Kopf. Dann die Arme lösen, einatmen. Zieh übers Namaste nach unten, die Hände sind schon im Schmetterling. Langer Rücken, zieh dich nach oben hoch in die Rückbeuge. Vorbeuge. Rechter Fuß, großer Schritt. Und jetzt lass mal die Ferse weg. Schau, dass du gut stehst. Wackeliger wird's, wenn die Füße so ein bisschen hintereinander stehen. Schau, dass du wirklich hüftschmal stehst, vorne dein Knie passt. Dann löst du die Hände und du ziehst den Oberkörper nach oben hoch. Lunge oder Krieger 1 mit gehobener Ferse. Und du weißt, Knie nach außen. Halten, Schultern tief. Atmen. Lass dich vielleicht noch mal ein Stückchen mehr reinsinken und versuch gar nicht hier hinten dein Knie so weit anzubeugen, sondern eher die Ferse rauszuschieben. Und dann setz die Hände ab und du steigst zurück in die schiefe Ebene. Kein Hohlkreuz und schlängel dich rein in die Kobra. Zehn. Po, schieb dich raus, nach hinten und oben. Löst dein rechtes Bein, stell's nach vorne. Justier nach, wenn du musst. Schau, dass du einen guten Stand hast und zieh dich hoch. Krieger 1. Oben der Ferse. Setz die Hände ab. Hol dein linkes Bein nach vorne. Vorbeuge. Schmetterlingsarme, gerader Rücken. Zieh dich hoch. Ausatmen. Einatmen. Zieh dich tief, Schmetterling nach unten, Schmetterlingsarme nach oben, Rückbeuge, Vorbeuge. Linker Fuß, großer Schritt. Jetzt haben wir 45 Grad. Guter Stand, zieh dich hoch, Krieger 1. Halte, Schultern. Atmen. Setz die Hände ab. Hinten gehst du wieder auf die Zehenspitze. Schiefe Ebene. Kobra. Und dann komm rein in den Hund. Hol dein linkes Bein. Nimm dir die Zeit, das Knie zu checken. 45 Grad mit dem rechten Fuß. Und zieh dich hoch. Krieger 1. Setz die Hände ab. Ferse lösen. Vorbeuge.
Schmetterlingsarme, gerader Rücken, zieh dich nach oben hoch. Ausatmen. Einatmen. Nimm die Arme mit. Diese Kriegervariationen, die baue ich heute in den großen Sonnengruß mit ein. Vorbeuge. Rechter Fuß, großer Schritt. Und jetzt dreht der Fuß 90 Grad. Im Idealfall sind deine beiden Fersen fast so auf einer Linie. Du spürst die Außenkante. Und dann zieh dich mal nach oben hoch. Was jetzt oftmals passiert ist, dass das Knie nach innen rutscht. Schieb's nach außen. Hab hier den Schub. Und dann hol deine Arme nach oben hoch. Schau mal, ob sie auf einer Höhe ungefähr sind. Und dann hab den Blick über den Mittelfinger. Und dann sind wir hier beim Krieger 2. Schau, dass du nicht hier nach innen reinrutscht und die Knie hier so wirklich Knie außen, Fußenrist außen. Und dann gut stehen. Atmen. Sink ruhig noch ein bisschen mehr, wenn es geht. Und dann kommt der Sonnenkrieger dahinter. Die rechte Hand auf dem Oberschenkel, die linke Hand dreht so, dass du in die Innenseite reinschauen kannst. Kinder-Yoga? Selfie-Krieger, dann weißt du automatisch, wie du deine Hand halten musst. Sonnenkrieger. Atmen. Zieh dich wieder zurück in den Krieger 2. Das heißt, es ist nur die Biegung von deinem Oberkörper, die sich verändert. Und dann komm nach unten gefächert, hinten die Zehenspitze, linker Fuß zurück, schiefe Ebene und schlängel dich rein in die Kobra. Stell die Füße auf, schieb den Po hoch, schieb dich raus. Lass dir ruhig die Zeit noch. Hund. Löse dein rechtes Bein und stell es nach vorne zwischen die Hände. Zeit nehmen zum Nachjustieren. 90 Grad. Check kurz deine Fersen. Außenkanten. Zieh dich hoch. Schau ruhig mal auf deine Arme. Und dann Blick Mittelfinger. Hier Knie. Hier außen. Und dann reinsinken. Atmen. Die Kraft spüren. Und dann pack die Sonne dran. Rückbeuge dazu. Und jetzt pass auf, dass das Knie vorne nicht reinrutscht. Schieb's raus. Atme. Und dann zieh dich wieder raus in den Krieger 2. Sink noch mal ein bisschen mit rein. Rutsch aber nicht nach innen, bleib hinten auf der Außenkante. Und dann fächer nach unten. Dreh hinten auf die Zehenspitze. Steig nach vorne, Vorbeuge. Schmetterlingsarme, langer, gerader Rücken. Und ausatmen. Einatmen. Zieh dich tief. Langer Rücken rein in die Rückbeuge. Vorbeuge. Linker Fuß, großer Schritt. 90 Grad. Zieh dich erstmal nach oben wie in den Krieger 2. Auch hier wieder ausrichten. Knie. Arme, Fußaußenkante. Und jetzt aber streckst du dein vorderes Bein.
Der Fokus ist hier wirklich auf den gestreckten Beinen. Schieb dich aus der Hüfte raus nach vorne und greif erstmal nur auf dein Schienbein. Dreh den linken Arm nach oben hoch, sodass der Arm praktisch fast über dem anderen schwebt und du offen bist. Und jetzt kannst du vielleicht nach unten rutschen. Aber wenn du nach unten rutschst und merkst, dass deine Knie dann beugen, dann bleib lieber da oben. Und nur wenn die Beine wirklich gestreckt sind, kannst du mit der Hand nach unten kommen. Aber natürlich sind unsere Knie nicht so gestreckt, dass die so nach hinten rausgeschnackelt sind, sondern die haben immer noch so einen ganz leichten Winkel. Das Dreieck, Trikonasana. Halte dich hier, atme. Und dann lass die Beine gestreckt und aus diesen gestreckten Beinen ziehst du dich nach oben hoch und dann beugst du erst an, wieder rein in den Krieger 2. Du fächerst mit den Armen nach unten raus, du drehst auf die Zehenspitze, schiefe Ebene. Kobra. Zieh dich raus in den Hund. Hol dein linkes Bein nach vorne. Erst justieren, dann die Ferse 90 Grad rechts hinten. Zieh dich hoch, Krieger 2. Knie und so weiter. Streck das Bein an. Schieb aus der Hüfte raus, erstmal Schienbein, Arm lang. Und auch hier wieder, die Hand ist so gedreht, dass du reinschauen kannst, wenn du magst. Wenn es von deinem Kopf her sich nicht gut anfühlt, schau parallel oder schau nach unten. Und dann zieh dich aus den gestreckten Beinen wieder nach oben hoch. Anbeugen, Krieger 2. Fächer nach unten. Zehenspitze. Vorbeuge. Schmetterlingsarme, gerader Rücken. Und ausatmen. Öffne die Beine froschbreit. Das heißt, die Fersen stehen auf der Matte, die Zehen auf dem Boden. Und du weißt, wenn deine Knie nicht ganz bis nach unten wollen, dann hältst du halt einfach an, wo du anhalten kannst. Die Fersen bleiben unten, der Rücken ist lang. Und dann schieb die Hände rein ins Namaste. Das heißt, deine Arme bringen deine Beine ein bisschen weit auseinander, sodass du deine Daumen an dein Brustbein hinbekommst. Dein Rücken ist lang und dann kannst du gerne ein bisschen hin und her bewegen. Und wenn die Fersen dann nicht unten bleiben, dann weißt du, du kannst bei deinem sonstigen Training ganz viel Wadendehnung mit reinbringen, weil dann sind deine Waden einfach ein bisschen verkürzt. Der Rücken lang. Ganz entspannt dich hier halten. Und dann löst die Arme raus. Setz dich ab. Und dann streck einfach erstmal nur die Beine ganz gerade nach vorne aus. Und schieb dich mal lang mit deinem Oberkörper über die Beine drüber. Schau mal, dass du nicht hier den Schultern und den Kopf rund machst, sondern wirklich dein Brustbein nach vorne zieht. Und dann greif mit deinen Händen dahin, wo sie hinkommen. Und einatmen, Länge, ausatmen, reinsinken. Und immer wirklich dran denken, das Brustbein, nicht Kopf und Schultern, Brustbein.
Und dann gibt es sicherlich den einen oder anderen von euch, der kann die Finger hier verhaken. Und wenn es immer noch zu wenig ist, dann dreht er die Finger auch vielleicht noch aus. Also ganz individuell. Richtig schön langer Rücken. Und mit dem Ausatmen sinkst du immer ein bisschen mehr rein. Und dann löst deine Hände, egal wo sie sind, der Kopf geht rund, die Schultern gehen rund und du rollst dich Wirbel für Wirbel nach oben hoch. Und dann streck einfach dein linkes Bein ein bisschen aus. Zieh das rechte Bein ran an den Oberschenkel. Lupf dich einfach mal kurz hoch, dass du wirklich schön auf beiden Sitzbeinhöckern sitzt. Dein Rücken lang ist und du drehst den Oberkörper über dein linkes Bein. Und dann kommt im Prinzip das Gleiche wie gerade eben. Mach den Rücken lang. Klapp dich von unten, von der Hüfte her darüber. Der Kopf ist noch immer schön oben, das Brustbein ist noch oben. Du klappst dich da richtig schön drüber. Dann nimm mal die Hände mit. Und vielleicht kann deine rechte Hand von außen an deinen linken Fuß hingreifen. Und du ziehst dich noch ein bisschen mehr drüber. Langer Rücken. Falls jetzt irgendwie dein rechtes Knie zicken macht, geh raus aus dem Zug. Wir wollen keinen stechenden Schmerz im Knie haben. Soll es nur eine Dehnung sein, hauptsächlich im linken Bein. Ein bisschen in dem Twist, im Rücken. Atmen und mit jeder Ausatmung sinkst du noch ein bisschen mehr. Der Kopf muss auch nicht aufs Knie, sondern lieber am Knie vorbei, wenn du so tief ziehen kannst. Und dann rollst du dich langsam wieder Wirbel für Wirbel nach oben. Und dann kommt dein rechtes Bein. Streck's aus, setz das linke Bein ran. Schauen wir mal, ob ich ein bisschen mich von der Kamera her anders positioniere. So, dreh dich über dein rechtes Bein drüber. Und dann fang wieder an mit der Ausatmung, deinen Oberkörper hier drüber zu klappen. Mit dem Einatmen machst du den Rücken wieder lang und mit dem Ausatmen klappst du wieder weiter nach unten. Und dann greif vielleicht mit deiner linken Hand von außen an dein rechtes Bein. Und ich spür's schon, dass die Seite, da ist ein bisschen mehr Zug drin. Und so ist es bei jedem von uns. Unsere Seiten sind nicht gleich. Einatmen, langer Rücken. Ausatmen, zieh dich drüber. Und du kannst auch hier wieder die Augen zumachen und für dich ganz bewusst deinen Atem spüren. Einatmen, wie du dich lang machst. Ausatmen, wie du weiter rein. Und dann löst du auch von hier langsam wieder auf. Du rollst dich hoch. Dein linkes Bein kommt raus. Rechts daneben. Setz dich richtig schön ab. Und roll dich einmal ab. Knie ranziehen. Kreisen, schaukeln.
Was auch immer sich für dich gut anfühlst, aber wenn es kreisen ist, dann beide Richtungen. Einmal kurz die Füße nach oben ausstrecken, Fersen rausschieben. Und wirklich aktiv hier sein. Knie anbeugen, Arme, Kniekehlen oder neben die Beine, Kinn Richtung Brustbein, roll dich nach oben hoch rein ins Boot. Und ihr wisst ja, gell? Bootvarianten gibt es so viele. Die Fersen sind unten, die Fersen schweben oder die Beine sind gestreckt, was für dich auch passt. Nimm einfach das für heute. Vielleicht machst du sonst immer gestreckte Beine, aber heute ist es so, dass du sagst, nee, also das reicht mir wirklich. Oder wenn es dir hier reicht. Es geht sogar die Variante Schultern, Brustbein raus. Und du kannst ein bisschen vom Gewicht wegnehmen, indem du in deine Kniekehlen greifst. Du sollst wirklich spüren, dass dein Bauchmuskel arbeitet. Und nicht, dass du aus dem unteren Rücken rausziehst. Halte dich hier, atme. Schau, dass der Rücken lang ist. Und dann kommt natürlich die Sitzbalance. Zieh die Beine ran. Greif hier. Daumen oben drauf. Und du weißt, egal wo es hingeht, alles ist machbar. Lange Beine, langer Oberkörper. Und sogar nach hinten abrollen ist möglich. Schließ die Füße nochmal. Löse die Hände. Halte dich hier. Atme. Und dann leg in der Luft schon in den Schmetterling, ablegen und dann kommen die Beine oder die Beine werden zu Schmetterlingsflügeln. Und da kannst du ganz sanft oder aber ruhig auch ein bisschen mehr. Lang. Und dann wird langsam wieder ein bisschen ruhiger und komm zum Stillstand. Und dann wieder nochmal dieser lange Rücken, der sich hier zwischendurch schiebt. Und entweder machst du mit den Armen die Beine auf und du weißt, Schultern und Kopf, nein, Brustbein, ja. Lang machen, einatmen, ausatmen, schieb dich dadurch, spür die Länge in den Wirbeln. Atmen, atmen, schieb dich rein. Und dann, wenn gar nichts mehr geht, mach den Kopf rund. Und dann roll dich langsam, Wirbel für Wirbel, nach oben hoch. Langer Rücken. Schließ die Beine, streck dein rechtes Bein aus, stell dein linkes Bein drüber und es sollte jetzt so richtig gut hier stehen. Und wenn du das Gefühl hast, es ist nichts für dich, lass es halt einfach an der Innenseite stehen. Also richtig schön drüber stellen, Rücken richtig lang, der diagonale Arm in dem Fall, der rechte greift hier das linke Knie. Der linke Arm, der dreht nach hinten auf, aber du schaust momentan immer noch nach vorne. Wir haben noch keine Drehung von der Wirbelsäule. Wir machen erstmal sicher, oder wir stellen erstmal sicher, dass unser Rücken lang ist, Halswirbel lang. Wir atmen ein und dann fangen wir unten von den Lendenwirbeln her an zu drehen nach links. Und dann kommen irgendwann die Brustwirbel. Und wenn du magst, versetzt du deinen Arm so ein bisschen. Dein Rücken ist lang. Und wenn es geht, kann der Kopf noch mit nach hinten. Ist aber kein Muss. Schau, dass du lang bleibst. Atmen. Der Drehsitz. Halte dich. Atmen. Weiche Atem. Und dann löse langsam auf, komm kurz in die Gegendrehung,
wieder zurück in die Mitte. Und dann streckst du dein linkes Bein aus. Schau, dass du gut sitzt auf beiden Sitzbeinhöckern. Wenn du das rechte Bein, also wenn du Innenseite hattest, Innenseite, sonst drüber stellen. Schauen, dass der Fuß gut steht. Erstmal Rücken lang und ranziehen. Linker Arm, also diagonaler Arm. Rechter Arm geht nach hinten. Das ist unsere Stütze für die Wirbelsäule. Noch keine Drehung. Einatmen, langer Rücken. Und dann fang unten an. Von den Lendenwirbeln über die Brustwirbeln. Greifen vielleicht, wenn du magst, mit deinem Arm ein bisschen um. Langer Rücken. Und dann vielleicht der Kopf. Nicht die Luft anhalten, weiter atmen. Wenn du rein sagst, schieb noch mal raus, bleib noch mal. 2, 3 Atemzüge. Und dann löst du langsam. Kurzes Gegendrehen. Zurück in die Mitte. Rechtes Bein ausstrecken. Und dann einfach nochmal für die Wirbelsäule klappen drüber. Da muss jetzt kein Zug mehr in den Beinen sein. Einfach das, was du gerne magst, einfach hier nochmal lang machen. Schultern, Arme, Kopf locker. Und dann roll dich aus der Position nochmal. Wirbel für Wirbel. Nach oben hoch. Kreis auch nochmal deine Schultern nach unten. Und dann sind wir bereit für Shavasana, die Entspannung, die Totenstellung. Nimm die Knie, roll dich nach hinten ab, wenn es gut für dich geht, sonst geh über die Seitenlage zurück. Und dann streckst du einfach mal die Beine aus, lässt die Füße nach außen klappen und du hast Luft für deine Achseln. Und dann gehst du hier schön rein in die Entspannung. Ich habe uns heute mal wieder eine Meditationskarte mitgebracht, leider muss ich sie für uns selber ziehen. Und dann schauen wir mal, deine Beine, die klappen richtig schön auseinander. Du merkst, wie deine Waden, deine Schienbeine, hinterer Oberschenkel, vorderer Oberschenkel, alles lässt locker. Dein Po ist ganz weich. Bauchmuskeln. Losgelassen. Zieh dich nach oben. Du merkst die Schulterblätter, wie sie ganz entspannt auf der Matte liegen. Der ganze Schultergürtel ist losgelassen. Deine Oberarme, deine Unterarme, die Finger leicht gekrümmt, du spürst richtig, wie schwer dein Kopf auf der Matte liegt, deine Halswirbel sind ganz leicht und frei, aber dein Kopf, der hat so eine richtig schöne Schwere. Vorne bei deinem dritten Auge angekommen bist, das liegt da so zwischen den Augenbrauen in der Mitte von der Stirn, dann schau, dass deine Gesichtsmuskeln entspannt sind, dass du faltenfrei bist, die Augen geschlossen und die liegen ganz ruhig in den Augenhöhlen. Deine Zunge ist weg vom Gaumen und gerade für die Kieferknirsche, gell? Kiefer locker lassen. Lippen sanft geschlossen. Du
Und dein Atem fließt ganz frei. Du versuchst dann deine Aufmerksamkeit langsam nach innen zu ziehen und ich bin ziemlich mutig, dass ich versuche, ohne meine Brille die Karte zu lesen, aber ich gebe mein Bestes. Meditation findet an der Grenze zwischen Tun und Nichtstun statt. Lass dich von deinem Atem leiten, natürlich, sanft, offen und aufmerksam. Genieße die Stille, die dort verborgen liegt. Versuche jetzt einfach noch diese Stille in dir zu genießen, in dem Bewusstsein, dass es nichts zu tun gibt. Und du weißt, sobald du die Klangschale hörst, kommst du dann wieder zurück, ganz bewusst auf deine Matte. Zeit, dass du dich über deinen Atem langsam wieder bewusst auf die Matte zurückholst. Du spürst deinen Atem bis unten in den Bauch und du spürst deine Bauchdecke, wie sie langsam
sich hebt und senkt. Spür den Atem in deinem Brustkorb. Spür diesen zusätzlichen Raum, den du schaffst für dein Herz. Dann lass ihn wieder natürlich fließen, dein Atem. Und stell vielleicht die Füße mal hinter deinem Po auf und schüttel die Waden aus, die Oberschenkel, vielleicht auch den Po ein bisschen. Kreis deine Hände, die Arme mit dazu, Schultergürtel ein bisschen bewegen, einfach mal schauen und dann die Knie ranziehen zu dir nochmal und dieses kleine runde Paket machen. Und dann einfach mal schauen, ob dir noch irgendeine Bewegung fehlt, was du noch gerne machen möchtest. Einfach mal selber spüren, was von dir da kommt. Und du weißt, alles ist erlaubt. Und dann roll dich gerne nochmal zusammen auf eine Seite. Geh rein in eine Embryostellung, halte dich da. Lass nochmal alles los und fühl dich nochmal richtig wohl. Und dann zieh dich langsam nach oben in eine aufrechte Sitzposition deiner Wahl. Schau, dass deine Schultern noch entspannt sind, nur der Rücken ist lang. Die Arme, die Hände, Gesichtsmuskeln sind immer noch entspannt, die Augen geschlossen. Und dann schließen wir unsere heutige gemeinsame Praxis mit einem Om. Weißt, laut, leise, stumm oder auch gar nicht. Alles ist erlaubt. In diesem Sinne atmen wir zusammen ein. Nimm die Arme mit in der Welle von unten nach oben und schließ deine Hände und komm nochmal rein in diese Verbindung von dem, was du denkst, von dem, was du sprichst und von dem, was du fühlst. Namaste. Meine Seele grüßt deine Seele. Das Göttliche in mir grüßt das Göttliche in dir. Bedank dich in diesem Sinne nochmal bei dir selber. Und dann öffne die Augen und Namaste. Schön, dass wir heute wieder zusammen praktiziert haben. Lasst es euch gut gehen. Bis nächste Woche.